Ein neues Gebäude auf dem Campus des Helmholtz-Zentrum München. Modernste Infrastruktur mit Konferenzräumen, Büros, Laboren und etwas Einzigartigem. Einem einmaligen Lagersystem zum Einfrieren von Biomaterial. Hochinnovative Technik und Robotik ermöglichen, dass hier 21 Millionen Bioproben dauerhaft bei minus 80 und minus 180 Grad Celsius sicher aufbewahrt werden. Die Proben stammen aus der Narko-Gesundheitsstudie, der größten Bevölkerungsstudie deutschlandweit. Von 200.000 per Zufallsprinzip ausgewählten Frauen und Männern im Alter von 20 bis 69 Jahren werden verschiedene Bioproben wie Blutbestandteile, Urin, Speichel, Nasenabstriche und Stuhlproben genommen. Deutschlandweit in 18 Studienzentren. Ziel der Studie ist es, die Entstehung von Krankheiten wie Diabetes, Krebs und Herzinfarkt besser zu verstehen. Der riesige, für die Wissenschaft einmalige Fundus an Bioproben muss vertrauensvoll und fachgerecht gelagert werden. Die hierfür notwendige Hightech-Infrastruktur und Expertise bietet das Narko Biorepository am Helmholtz-Zentrum München. Hier wird der Großteil der Proben systematisch tiefgefroren. Halbautomatisch bei minus 80 Grad Celsius und vollautomatisch in der Gasphase über flüssigem Stickstoff bei minus 180 Grad Celsius. Das minus 80 Grad Lagersystem entspricht einem riesigen, teilautomatisierten Laborkühlschrank und fasst rund 2,7 Millionen Proben. Hier werden Materialien wie Nasenabstriche, Urin, Speichel und Stuhlproben tiefgefroren. Der Großteil der Blutproben wird in großen Tanks bei minus 180 Grad Celsius in der Gasphase über flüssigem Stickstoff gelagert. Dieses Lagersystem ist vollautomatisiert. Ein Spezialroboter, der auch bei sehr kalten Temperaturen funktioniert, übernimmt den Ein- und Auslagerungsprozess. Das minus 180 Grad Celsius Lager kann bis zu 23 Stickstofftanks aufnehmen. In jedem dieser Tanks befinden sich rund 1 Million Proben. Dank unverwechselbarer Kennzeichnung mittels Barcode und speziell programmierter, automatisierter Registrierung und Archivierung können hier große Probenmengen bis zu 30 Jahre aufbewahrt und für wissenschaftliche Analysen gezielt entnommen werden. Ziel ist es, neue Biomarker für die Volkskrankheiten zu finden, um maßgeschneidert die Gesundheit zu verbessern. Damit nicht das gesamte Material eines Teilnehmers für eine Forschungsfrage verbraucht wird, werden die Bioproben in bis zu 117 Teilproben aufgeteilt. Etwa ein Drittel verbleiben in den dezentralen Lagern der Narko-Studienzentren. Der Rest wird im zentralen Biorepository am Helmholtz-Zentrum München eingelagert. Das Laborinformations- und Managementsystem LIMS steuert und überwacht alle Schritte auf dem Weg der Probe. Von der Entnahme in den Studienzentren bis zum zentralen Biorepository, in dem die Einlagerung stattfindet. 21 Millionen humane Bioproben sind ein wissenschaftlicher Schatz, aus dem einzigartige Erkenntnisse für die Gesundheitsforschung gewonnen und zukunftsweisende medizinische Anwendungen entwickelt werden. Das Narko Biorepository ist sein Tresor.